Okay, also wir hatten heute Führungskompetenzen, das zweitletzte Mal im Leitungsqualifizierungszirkel. Und ihr habt jetzt doch die Gelegenheit, Feedback zu geben, wie ihr die Inhalte empfunden habt, was für euch sinnvoll, was gab es für Tipps und so weiter. Wer möchte starten? Also dann starte ich mal. Genau. Also vielen Dank, Theresa, für deine Zeit. Das war heute wieder einfach super erfrischend. Ja, es ist einfach was anderes, wenn du das mit deiner Art einem erzählst, wie wenn man es nur liest. Viele Sachen sind natürlich manches Mal, wenn man es eben schriftlich vor sich hat, schwieriger zu verstehen, wie wenn das einfach das gesprochene Wort ist. Deswegen fällt mir das dann immer leichter, die Sachen dann auch manchmal zu verstehen. Wie gesagt, für mich waren heute so die zwei wichtigsten Punkte, die ich mitgenommen habe in diesen Führungsstrategien, eben mein Gegenüber, ich sage jetzt mal, die Ebene wechseln zu lassen durch Kommunikation und sich in andere hineinzuversetzen, um einfach den aus seiner Spirale rauszuholen. Und mir war es jetzt auch klar, was dieses Gegenteil bedeutet, dass ich das nicht ja, auf die einzelnen Punkte, sage ich jetzt mal, bezieht, sondern aufs große Ganze von ich verstehe es in der Kommunikation nicht hin zu ich verstehe es und nicht von jedem einzelnen Wert, den im Prinzip umzukehren. Deswegen hat mir das heute wirklich ja, viel gebracht. Und du hast gerade von Ebenenwechseln gesprochen. Es geht hier um die vierte Ebene, um das schöpferische Zuhören, dass wir die Genau. Absicht des anderen und den Gemeinschaftssinn erkennen, aber auch unsere eigenen Bedürfnisse positiv zum Ausdruck bringen. Und es kann ja immer mehr sein, wie nur eine Sache. Ja, wir haben da oft mehrere Sachen dann gefunden, was jetzt der Charmer von der U-Theorie kristallines Denken nennt. Und dann probieren wir uns einfach darin aus. Okay, Angela, was möchtest du ausprobieren und umsetzen? Genau, also meine Erkenntnis des Abends jetzt, also ich weiß jetzt auch nochmal, oder ich habe für mich ganz viel Handwerkszeug gekriegt, wie ich manche Dinge, über die ich mir ja vielleicht auch im Vorhinein schon viel zu viel Gedanken mache, nein, nicht viel zu viele, sondern vielleicht die falschen Gedanken mache oder vielleicht zu ängstlich oder zu vorurteilsbehaftet rangehe. Das Spannende finde ich, so wie Steffi auch gesagt hat, dieses ich verstehe ich dich nicht, ist einfach die falsche Ausdrucksweise, sondern hilf mir, dich zu verstehen. Ja, das ist doch aber schön. Hilf mir, dich zu verstehen. Genau, ist vielleicht in dem Wow. Moment, hilf mir, dich zu verstehen, weil wenn ich hingehe und sage, ich verstehe dich nicht, dann hat der andere ja, kommt in eine Erklärungsnot oder in eine Haltung hinein, in den ich ihn jetzt reinzwänge, wo er gar nicht sein will und wo ich ihn vielleicht auch gar nicht haben, ich möchte ihn ganz bestimmt da nicht haben. Aber nur schon durch diese Ausdrucksweise bringe ich dann ja schon wieder dazu hin, sondern hilf mir, dich zu verstehen oder einfach auch in meinem Kopf zu sagen, okay, ich verstehe dich, oder eben das zu verändern. Gerne verstehen, ne? Sag's mir vielleicht Genau, ich möchte dich verstehen. Ja, genau. Und auch, oder auch das, ich meine, es ist, zu vielen Themen gibt es ja immer zwei Wahrheiten oder zwei Gefühle, die nochmal. zusammen trotzdem zusammenpassen. Es muss ja nicht zu gegensätzlich sein. Die sind. Und auch, also dieser Satz, auch das Gegenteil in euch ist wahr, den finde ich jetzt auch relativ spannend, gerade in Bezug auf den Fall, den wir heute Abend mit der Kollegin besprochen haben, weil für mich dann der Kindesschutz schon auch da ist. Ne? In erster Linie bin ich dafür da, dass es dem Kind gut geht und ich als Leitung natürlich dann auch noch für meine Mitarbeiter. Und das ist, finde ich, dieses Thema war für mich jetzt heute Abend sehr schwierig. Also nicht heute Abend, dieses Thema war ist für mich sehr schwierig, aber es hat für mich heute Abend einiges aufgelöst. Weil ich einfach, ich so diesen Stress hatte, ich muss die Kinder da ein Stück weit schützen. Das ist meine oberste Priorität. Aber vielleicht braucht auch die Kollegin genau das, was ich den Kindern da zugutekommen lassen will, muss, soll, darf. Genau. Also einfach diesen Schutz, vielleicht braucht sie da auch einen Schutz. Wieso handelt sie so? Vielleicht muss ich auch sie schützen vor irgendwas. Genau. Ja, ich denke, dass ja nicht nur die Reaktionen der Kolleginnen und Kollegen ausschlaggebend ist, sondern dann auch unsere eigenen Reaktionen darauf. Wie sind wir getriggert? Was tragen auch wir dazu bei, dass es vielleicht in dem Moment zu keiner Lösung gekommen ist? Ja.
Und ich denke, ab dem Moment, wenn wir es schaffen, selbst die Ebenen zu wechseln, also in diese dritte und vierte, dieses empathische und schöpferische Zuhören zu kommen, dass sich da schon ganz viel in der Kommunikation verändert, weil wir dann diese ganzen Angriffe einfach in eine positive Form bringen und übersetzen. Ja. Okay. Ja, es hat auch unheimlich Spaß gemacht heute, muss ich sagen. Also ich war ja auch etwas müde, weil ich den ganzen Tag hier überarbeitet habe, die U-Theorie. Und trotzdem, es war so lebendig und mir hat es auch total Spaß gemacht, mit euch da in den Austausch zu gehen. Und ich finde es auch fast ein bisschen schade, dass es schon vorbei ist. Sonja ist ja heute nicht da, aber ich finde es auch schön, dass wir uns beim letzten Mal dann bei dir, Angela, am Bodensee treffen und dann so Ja, ein gerne. schön gemeinsamen Abschluss machen. Da kann ich mir dann ja auch nochmal was Besonderes überlegen. Und ihr könnt ja auch noch Wünsche äußern, was wir da dann genau tun könnten. Vielleicht wirklich etwas auch erschaffen, ja, mit den Händen. Weil Sharma sagt auch immer Prototyping, dass wir was mit den Händen machen, weil dadurch wird es dann auch viel eher in der Zukunft dann manifestiert. Was es auch immer ist, weiß ich noch nicht. Ja, die eigenen Werte vielleicht nochmal irgendwie ein Kärtchen oder so darstellen, dass wir irgendwas Haptisches haben von diesem Okay. Qualifizierungskurs. Könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Gemeinsames Bild natürlich. Zum Beispiel. Okay. Supi. Wir geben dem Ganzen einen Rahmen. Ja, genau. Wir haben, glaube ich, schon ganz, ganz oft ja den Rahmen ein bisschen vergrößert, ja, oder Dinge auf den Kopf gestellt. Und darum geht es ja am Ende, dass wir nicht immer das Gleiche denken, weil wenn wir immer das Gleiche denken, dann bekommen wir auch immer gleiche Ergebnisse. Und wir wollen ja auch neue Dinge zulassen und die Welt kommen lassen, erfahren, damit das Leben glücklicher, empathischer und schöner wird, ne? Ja, das ist ja auch das, warum ich das tue. Und ich tue es gerne. Also, wie sagt der Schama? Wir müssen das lieben, was wir tun, so ungefähr. Diese 17 Prinzipien. Wäre auch spannend, zum Beispiel, fällt mir jetzt ein, beim letzten Mal, wie würdet ihr, weil du sagst, Steffi, die sind ja so ein bisschen theoretisch immer schwer zu verstehen und so weiter. Wie würdet ihr die umschreiben, sodass es besser nachvollziehbar ist? Oder wenn ihr selbst solche Prinzipien, vielleicht so Teamprinzipien einführen würdet im Team, ja, wie würdet ihr die beschreiben? Zum Beispiel, man kann ja gut auch überleiten, indem man sagt, nicht predigen, ja, oder nicht rechtfertigen, ja, sondern die Werte ausdrücken oder so in der Art. Also, wie würdet ihr das machen? Das wäre ja auch spannend. Könnte ich mir auch vorstellen. Okay? Dann vielen Dank für euer Feedback. Es ist schon spät, 22 Uhr. Ihr seid so klasse, ja, dass ihr so spät noch so aktiv seid. Herzlichen Dank dir. Bis bald. Ciao, ihr. Bye. Ja, danke dir. Ciao, macht's gut. Ciao.